geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Vlog hier auf meinem Kanal. Heute geht's für mich, für Peter und für Sascha nach Köln. Und ihr wisst natürlich, Leute, bei mir in meinem Vlog gibt's nicht einfach nur die 0815 Vlogs. Jetzt bin ich mit meinem Handy. Peter hat geschrieben, genau in 20 Minuten sind die da. Was euch alles in Köln erwartet, das seht ihr genau jetzt in 3, 2, 1. Hier bei DSDS Casting. Ich habe gleich meinen Auftritt. Sascha macht auch. Stark, auf jeden Fall. Ich quatsch mal hier nicht so viel rum und let's go! So Leute, wir sind jetzt hier auf der Autobahn Richtung Köln. Sascha da, Peter hält gerade die Kamera. Was passiert denn eigentlich in Köln? Wir fahren jetzt erstmal, wir haben eigentlich noch gar keine Bleibe. Haben wir eine Bleibe? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann nur sagen, wie ich sehe. Bis jetzt haben wir noch keine Unterkunft gefunden. Ne? Aber wir fahren ja erstmal zu Rob jetzt. Wir fahren jetzt erstmal zu Rob. Und Rob weiß auch noch nichts davon. Richtig. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns jetzt gleich bei Rob. Wir wissen noch nicht mal, ob wir dann letztendlich bei Rob sind. Wir sind einfach bei Rob. Wir sehen uns gleich bei Rob oder alternativ woanders. Oder woanders. Oder unter der Brücke. Leute, so viel zum Thema. Wir schlafen heute wahrscheinlich bei Rob oder wir finden einen Schlafplatz. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt gerade 2.15 Uhr und wir suchen hier ein Hotel nach dem anderen. Anscheinend ist jedes Hotel hier ausgebucht in Bonn. Man sieht, Laune ist natürlich top, Sascha. Was geht, Leute? Eine lange Nacht gehabt. Ich bin richtig aufgeregt. Wir sind hier bei DSDS Casting. Ich habe gleich meinen Auftritt. Sascha macht auch. Wir singen heute A Cappella. Wir singen heute A Cappella. Wir sind heil hochgekommen. Auto fast zerbombt des Grauens. Ich glaube an dich, Pedro. Willst du uns verarschen? Hi, mein Name ist Schwendi und ich bin 254.040 Stunden alt. Ich komme aus dem Schwabenländle. Das liegt so etwa ein paar Kilometer von hier. Meine Hobbys sind Skaten. Und des Weiteren Videos im Netz zu produzieren. Man nennt es, um nicht allzu dämlich zu klingen, Web-Videoproduzent. So fühle ich mich, als hätte ich mal was im Leben erreicht. Ich bin extrem gut. Extrem. Oh. Was? Was hast du gesagt? Da hinten kommt jetzt ein Fan. Nicht schon wieder, Mann. Ey, nicht schon wieder, Bruder. Ja, hier, du bekommst meine Mütze geschenkt. Krass, was machst du in Deutschland, ja, komm, Mann? Komm, ja. Was machst du in Deutschland? Okay. Ich dachte, die haben mich nach Kosovo abgeschoben, Alter. Nein, nicht. Leute, guck mal, das sieht schon aus wie so ein Chris Brown, gell? Was machen wir hier gerade? Muss ich mal Moves zeigen, Bruder? Jetzt haben wir deine Moves. Ja. Yeah. Also ich drehe mit Sascha, mit dir, mit Peter und mit Pietro. Ja, was denn? Wer würde eher? Ja, aber? Aber? Nein, Bruder. Achso, ich darf ihn küssen. Alter. Bruder, warum machst du das? Das war nur mal der Bruder, krasse Moment. Nein, das war nicht der krasse Moment. Wann kommt der denn? Verdammt? Der krasse Moment war nur bei Monte und bei Knossi. Bis zum Ende habe ich beküsst mich. Ja, der war eklig, Digga. Wer war das? Musik ist für mich kein Neuland. Ich bin mir sicher, dass ich die Jury mit meiner engelsgleichen Stimme überzeugen werde. Na, guck mal, jetzt regnet es gar nicht, ne? Ja, ne, jetzt haben wir eigentlich ist was anderes. Das sind immer noch schwarze Wolken zu sehen. Aber ich feiere diesen Tag, zum ersten Mal sehe ich ihn gerade. Der ist geil. Ich habe den noch nie gesehen, obwohl ich eigentlich in Köln 100 Mal war, schon locker. Habe ich diesen Park irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Der ist aber geil, ne? Vor allem die Körb, guck mal. Der Boden und das Körb, ich will nur den Boden, das Körb reicht schon vollkommen aus. Ja, gell? Eieiei. Ich würde einfach mal sagen, wir skaten jetzt ein bisschen mal. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall skaten wir. Papa, was hast du denn da für mich? Wir haben natürlich korrektes Korrekt, Freunde. Man muss natürlich, wenn einer anfängt zu skaten, Skateboarding auch fördern, supporten. Und dann natürlich noch ein bisschen meine Handschrift da drauf gemacht. Edge Bendy Boy, das ist unser Board, was wir gemacht haben. Follow the Sheet. Grip Dip schon drauf. Und here we go, das für dich genauso. Wir haben noch ein bisschen. Korrektes Korrekt. Ihr habt schon gesehen, Schuhe kommen langsam Löcher rein. Noch ein paar neue Schuhe. Auch noch im Schwarz. Hier für die Leute, ich hatte den Blau. Mega geile Schuhe. Busenitz. Hammerhart. Deutsche Firma, Supporten hier, die korrektes Korrekt. Wir haben noch Kugellager hier am Strategerschiff. Ach stimmt, ja. Kugellager brauchst du auch noch. Ja, hier kannst du auch noch mal testen. Yes. Ihr müsst jetzt mal checken jetzt. Müsst ihr jetzt Spendi unbedingt folgen, weil er ist jetzt auch neu reingekommen ins Skateboarding. Das heißt halt für euch, er wird euch jetzt die guten Reviews erzählen. Er wird jetzt alles von seiner Perspektive erzählen. Er wird euch halt erzählen, wie die Schuhe wahrscheinlich sind. Deswegen checkt das ab. Abonniert den Kerl. Ey, Digga. Leute, checkt unbedingt wirklich den OG Skate Shop ab, den OG Puff. Ich sag euch nur eine Sache. Yes.
Oh shit! I'm back, motherfucker! OG Skate Shop, Gang Life! Checkt den Shop unbedingt ab, Leute. Link unten in der Beschreibung. Seid gespannt, weil ich habe gehört, in 4 Wochen kommt was ganz Krasses auf euch zu. Wir machen. Wir machen. Wir sagen nur, wir machen. Stark auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei Sascha, bei Peter, bei Spendi und Peter und Babisch. Hey, gerne, Mann. Gerne, Mann. Gerne. Kurz, jetzt nochmal kurz eingrinsen. So sehen also Verlierer aus. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass ich der Einzige bin, der ihm gar nichts bringt, weil ich kein YouTuber bin. Aber ich habe nur eine Frage an dich. Warum touch mein? Für wen machen wir das? Für die Frauen. Barisch. Der Fokus liegt in der Luft. Nur manchmal suche ich ihn. Vergeblich. Es war ein harter Weg hier hoch. Und nein, Leute, ich habe nicht die Gondel genommen. Wie gesagt, der Fokus liegt in der Luft. Und nur so kann ich den Fokus einatmen. Ich sehe hier keine Konkurrenz. ISDS 2020. Ich bin euer Supertalent. Scheiße, meine Millionen! Was ist denn mit Carsten los? Krabi, liebe Grüße an dich, ja? Ja, fast das. Ja, ich hab wirklich die Wünsche. Der geht einfach mal. Hier ist übrigens mein Vorbild. Hm? Wir drehen gerade für Spendis Kanal. Hier ist mein Mentor und Vorbild. Wie geht's, Abi? Alles gut, Mann. Und ich denke mir, nein, so, sag es nicht! Was? Nein! Bruder, warum hast du dich so verändert? Warum? Ich sag euch, mit der Zeit ist es schwer, auch auf dem Boden zu bleiben, Bro. Ja, ich merk schon, richtig braun. Kennst du das? Reiche sieht man am Gesicht, wie braun ist. Reichen, du siehst schon so aus. Nein! Aber wer ist das eigentlich, Bro? Oh. Ich weiß nicht. Das ist einfach mein Handy. Hey. Du, ja. Guck mal sein Handy an, bitte. Jetzt gerade im Alter. Guck mal sein Handy was an. Was ist das? Pass mein Handy nicht an, du bringst noch mehr Pech. Mehr Pech, was gibt's? Sing mal jetzt phänomenal. Ein Getränk außer Cola. 3, 2, 1. Fanta. Ja, was hast du gesagt? Auch Fanta. Hast Fanta gesagt? Der Lüge. Doch, hat echt gesagt. Oh, jetzt mal raus, jetzt mal mit raus. Oh, shit. Hier, guck mal. Der einen müsst. Also, ihr habt einen gesagt. Okay, dann machen wir es jetzt ganz einfach. Eine Farbe. 3, 2, 1. Rot. Das war grün oder so, ne? Rot. Hat auch voll spät gesagt. Okay, komm, wir lassen das mal durchgehen. Eine Sendung auf RTL außer DSDS. 3, 2, 1. Ja. Was für ein Ja, du verstehst doch selber nicht. Du hörst ja die Laute, Supertalent. Oh. Oder? Oh. Der, weißt du, was das Problem war? Der hat seinen Foot so lange zurückgehalten, aber der konnte sich nicht mehr darauf konzentrieren. Was geiert ihr gerade, hä, schon wieder? Hm? Guck mal. Ja? Was geiert ihr, hä? Ja, natürlich. Selbst die Katzen wollen sogar Choro-Drosie essen. Gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Hm? Was geierst du? Hm? Hier, siehst du? Ist nichts für dich. Mhm. Merkst du das selber, oder? Hallo. Hallo. So Leute, das war's jetzt wieder mit einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid. Lasst dem Daumen ein Video nach oben da. Und checkt unbedingt die Choro-Drogerie ab mit dem Code DEUTSCHERPASS. Spart ihr euch 5% und ihr helft mir dabei. Ihr supportet mich. In diesem Sinne Leute, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut und bald kommt ein richtig geiles Video, auf das die ganze Menschheit da draußen gewartet hat. Seid gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Und jetzt, Leute, kickt der Autismus richtig. Everyday. Everyday.